und willkommen zu meinem allerersten Video hier auf YouTube. Ja, ich bin noch ganz aufgeregt. Warum ich jetzt hier sitze und mit euch rede, ist ganz einfach. Und zwar, ich bin schwanger und habe eine Diagnose bekommen, die sich das Double Bubble Phänomen nennt. Und ich habe halt oft gegoogelt und in YouTube geguckt, aber habe halt nie so wirklich mal Erfahrungsberichte von anderen Müttern gehört, die halt auch dieses Problem haben. Und dachte mir dann, wäre doch ganz praktisch, wenn ich meine Geschichte aufnehme, euch erzähle und die dieses Phänomen auch haben oder dieses Problem und diese Fehlbildungsangst und alles Mögliche, dass die sich diese meine Geschichte anhören können, vielleicht wie es bei mir war und erzählen und falls auch irgendwann welche schwanger werden und die das haben, damit die nicht alleine sind und zumindestens, vielleicht gibt es ja welche, die dieselbe Geschichte haben wie ich. So, weil ich habe leider nichts gefunden dazu, also bis auf ein paar Einträge und war halt nicht so ganz so meine Situation, deswegen dachte ich mir, tue ich meine einfach mal erzählen. Und zwar, ich bin derzeit 28 plus 5, also heute, also in der 29. Schwangerschaftswoche. Ich bin in der 27. Schwangerschaftswoche ins Krankenhaus gegangen, weil es mir in einem Tag nicht so gut ging. Ich hatte extrem viel Stress und ich habe wegen einer privaten Sache viel geweint und hatte halt auf einmal tierische Bauchschmerzen und bin halt ins Krankenhaus gefahren, wegen Verdacht auf frühzeitige Wehen. Ja, dann kam ich ins Krankenhaus. Dort haben die halt gesagt, ja, nee, alles okay. Sie haben keine Wehen. Und dann wurde ein Ultraschall gemacht. Und beim Ultraschall hat man gesehen, dass mein Baby, ich weiß nicht, ob ich diese, falls ich Ultraschallbilder davon habe, werde ich sie dann jetzt auch gleich mal einblenden. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die aufgenommen haben und mir auch gegeben haben. Deswegen würde ich jetzt nichts versprechen, aber falls, dann werde ich sie jetzt auch gleich einblenden. Hat meine kleine Tochter, ich bekomme ein Mädchen, zwei Blasen im Bauch. Die erste Blase ist der Magen und die zweite Blase ist der Darm. Normalerweise sollte man da aber nur, wenn überhaupt, nur eine Blase sehen und nicht zwei. Deswegen auch Double Bubble. Ja, ich dachte mir erstmal, sowas für ein dummer Name, da muss man ja erstmal mehr lachen. Aber wenn man dann halt schon weiß, was das ist, ne, dann, na, dann habe ich halt gedacht, ja, was ist denn das? Dann meint sie, die Ärzte meinte dann, ja, das ist so. Sie hat erstmal gemeint, ja, das ist Double Bubble. Sie haben ja zwei Blasen, ihr Kind und dies und das. Und sie müssen da bitte sich eine Einweisung holen ins Krankenhaus von ihrer Frauenärztin und müssen dann nochmal herkommen und wir machen einen großen Ultraschall, um das genauer zu testen. Ich so erstmal gefragt, ja, was ist denn das? Und dann meinte sie so, ja, da können wir Ihnen noch nichts Genaueres sagen, erstmal müssen wir gucken. Ich so, okay. Hab mich halt so, ja, ziemlich alleingelassen gefühlt mit der Situation, weil irgendwas hat mein Baby und keiner will mir sagen, was genau das ist. Also wurde ich dann nach Hause geschickt mit dem, dafür, dass ich dann am nächsten Tag bitte eine Einweisung holen soll von meiner Frauenärztin und darauf dann wiederum am nächsten Tag, also am übernächsten, ins Krankenhaus gehen soll. Ich so, okay, alles klar, mache ich. Bin aber nachts erst um 5 Uhr eingeschlafen, weil ich extrem krass an Sodbrennen leide, also beziehungsweise gelitten habe, im Moment nicht. Hab dann die Sprechstunde für morgens verpasst beim Frauenarzt. Und dachte mir, oh Mist, okay, ja gut, gehst du halt nachmittags hin, gell? Ich gehe halt nachmittags hin. Und dann war das so, ich habe dann, ach, wie war das? Genau, ich bin dann angekommen, Frauen sind, oh, Frau, bla, bla, bla. Wir warten schon. Ich sag so, was ist denn hier los? Hektik, Einweisung ist schon direkt geschrieben geworden. Ja, der Oberarzt vom dem Klinikum hat auch uns angerufen und wir haben schon alles fertig gemacht. Wir warten nur, wir haben nur gedacht, oh mein Gott, hoffentlich kommen sie. Sie haben nämlich die falsche Telefonnummer hinterlegt, meine alte noch. Und bitte, hier haben sie die Einweisung und gehen sie morgen sofort ins Krankenhaus. Ich dachte mir so, okay, meine Frauenärztin ist eigentlich so, ja, gechillt, war bis jetzt alles immer gut und alles prima und so. Und ich dachte mir so, was ist denn jetzt los? Auf jeden Fall, auch sie wollte mir nichts Genaueres sagen.
Ich kann euch aber jetzt auf jeden Fall mal das Bild einblenden vom Überweisungsschein. Ich glaube, da habe ich mir schon ein Bild von gemacht. Da steht auch drauf Double Bubble. Und da stand noch was, glaube ich, mit Herzen. Irgendwas mit Herzen stand da noch drauf. Und Fehlbildungsdiagnostik, glaube ich, stand da drauf. Und ich dachte mir, ich habe halt diesen Zettel, natürlich, ich lese immer alles, was die Ärzte mir geben für die anderen Ärzte, aber egal, ich lese das immer. Und ich denke mir mal so, okay, also so spanisch steht es jetzt da nicht drauf. Was hat mein Kind, warum redet keiner mit mir? So, ich am nächsten Tag dahin. Ich glaube, ich hatte den längsten Ultraschalltermin meines Lebens bis jetzt. Ich glaube, die haben eine Stunde mit diesem Ultraschall auf meinem Bauch und haben alles angeguckt. Kopf, Hände, Füße, 3D, hat es 5 Finger, hat es 2 Augen, hat es 2 Ohren, ist die Aorta richtig, liegt das Herz richtig, wie ist das Herz, also hat das Zwerchfell, die haben alles, Leber, Niere, alles, die haben alles geguckt. Und ich dachte mir so, okay, es tat schon irgendwann verdammt weh, dieses Ultraschallgerät, weil die auch oft drücken, gedrückt haben, das hat einfach nur unangenehm. Und haben halt das ganze Baby begutachtet. Und ich dachte mir so, okay, gut, warte halt, ne, auch immer so. Und dann sagt sie, ja, sie hat halt das Double Bubble. Ich dachte, ja, kann mir mal bitte einer erklären, was das ist. Dann meint sie, es ist so, das Baby, also ich habe auch, sie meinte auch, außerdem haben sie extrem viel Fruchtwasser. Ich dachte mir so, okay. Und dann meint sie, es ist so, ihr Baby macht Pipi, aber es schluckt das Fruchtwasser nicht, weil normalerweise ist es so, dass ein Baby das Fruchtwasser aufnimmt und reinigt das Fruchtwasser quasi selbst durch sich und pinkelt das wieder raus und atmet das quasi wieder ein. Das macht mein Baby aber nicht, sondern es pinkelt einfach nur. Es pinkelt und pinkelt und pinkelt. Und das heißt, mein Bauch wird voller. Aber nicht, dass das Baby in dem Moment so weg, sondern einfach nur, dass es mich voll pinkelt quasi und ich einfach platze voller Fruchtwasser. So. Die zwei Blasen beim Baby entstehen dadurch, dass mein Baby dieses Fruchtwasser, was es schluckt, weil ein bisschen das schluckt es, aber nicht das, was es soll, ist der Dünndarm verengt. Und dann bildet sich dort eine Blase, die zweite Blase, und kann halt nicht, das kommt halt nicht vom Magen in den Dünndarm rein. Und dann bildet sich eine Blase. Und ich weiß gar nicht, wie man genau das erklären kann. Auf jeden Fall ist es halt so, dass mein Baby, wenn es muss halt nach der Geburt operiert werden, weil ansonsten kann es keine Nahrung aufnehmen. Es würde immer wieder beim Stillen oder so immer wieder spucken und würde auch nicht zunehmen natürlich. So, ich erstmal geguckt. Ich so, okay, alles klar. Was kann man dagegen tun? Ja, machen Sie so. Termin beim Kinderchirurgen schon. Den habe ich, glaube ich, übernächste Woche. Da reden Sie mit dem drüber, der operiert dann Ihr Kind nach der Geburt. Ich so, okay. Ja, aber, das so, oh. Dieses Double-Bubble-Phänomen ist ein typisches Symptom für Trisomie 21, Trisomie 13, Trisomie 18, glaube ich noch, und Trisomie 8. Also Down-Syndrom, Edwards-Syndrom, Plateau-Syndrom und keine Ahnung, noch irgendwas. Und ich so, okay. Ja, das ist halt ein Symptom davon. Ich so, okay, ja. Wenn es Down-Syndrom oder sonst irgendwas hat, scheiße gelaufen, aber ich liebe mein Kind trotzdem. Ja, ja, wir müssen das halt nur mal, deswegen müssen wir so genau gucken. Ich so, okay, alles klar. Dann haben die mir einen Termin gegeben für eine Woche später, um es nochmal zu kontrollieren und wegen meinem Fruchtwasser, um zu schauen, ob man mir vielleicht Fruchtwasser abnehmen sollte. Weil ich sonst extrem stark dazu neige, eine Frühgeburt zu erleiden. Dass mein Baby viel zu früh kommt, weil ich bin ja, also jetzt gerade bin ich 28 plus 5, aber da war ich 27 plus 2 oder 3. Und ich würde halt stark dazu neigen, eine Frühgeburt zu bekommen, Frühwehen zu bekommen, weil starkes Fruchtwasser tut einfach der Gebärmutter demonstrieren, hier, dein Baby ist groß, fertig, hast alles gut gemacht, jetzt fang an zu pressen, jetzt kommt das Baby raus. So. Und ich so, ja, super, ich will natürlich nicht, dass es noch kommt, schon kommt, weil es für sie halt scheiße, ne? Und klar, sie hat Überlebenschancen, aber jede Mutter wünscht sich natürlich, dass ihr Kind dann kommt, wenn es auch kommen sollte, weil es halt dann die besten Überlebenschancen oder auch Fehlbildungs weniger ist oder Lunge ist mehr ausgereift und
generell, ich bin noch am Umziehen, also ich muss noch umziehen und das wäre jetzt alles ein bisschen, ja, viel. Ja, auf jeden Fall war das dann so. Ich dann daheim gewesen, Google, was ist das? So, dann ich mir erstmal Schiss gemacht. Ja, Google nicht jeden Scheiß, ich weiß. Aber die Ärzte übertreiben sie halt immer mal wirklich. So, und zwar, es hieß ja, ist es ein Symptom für Down-Syndrom. Oder für andere Behinderungen, Fehlbildungen oder sonst was. Und dann habe ich mich mal informiert. So, das, was mein Kind hat, hat eins von 7000 Kindern, dieses Double-Bubble-Phänomen. So, eins von 7000. Von diesem einem Kind, was wiederum das hat, haben wiederum nur 20% eine Fehlbildung, eine weitere. Was auf Down-Syndrom oder sonst irgendwas sein könnte oder ein Herzfehler oder sonst was. Bei meinem Kind war aber alles tipptopp. Augen, Abstand, alles, ne? Nackenfalte, alles Bombe. Und deswegen, die haben mir aber alles gesagt, ja, ihr Kind hat wahrscheinlich Down-Syndrom. Ich dachte mir so, nee, hat's nicht. Ich weiß es, dass mein Kind es nicht hat. So, und natürlich finde ich halt scheiße von einem Arzt, ne? Das alles zu sagen, weil ich weiß nicht, wie ihr als Schwangere seid, aber ich bin hypersensibel und fange halt auch mal schön an zu weinen. Und dann, wenn man halt das gesagt bekommt, dann ist man halt natürlich erstmal fertig, weil man sich denkt, ach nee, mein armes kleines Kind muss jetzt halt damit leben, aber man hat ja gute Chancen, ne? Und man ist halt trotzdem erstmal fertig, weil jede Mutter wünscht sich natürlich ein gesundes Kind. So. Dann war ich halt schon mal echt fix und fertig. Und da, sorry, meine Kamera, der Speicher war voll. Auf jeden Fall, wo war ich stehen geblieben? Genau, auf jeden Fall, man hat halt immer irgendwie gedacht, ich habe meinen Bauch rausgedrückt. Oder ich war halt irgendwie zu dick oder zu rund für einen Schwangerschaftsbauch im 6., 7. Monat immer. Und ja, genau, da bin ich dann dahin zum Arzt und die haben mal geguckt. Ja, wie gesagt, sie haben halt so viel Fruchtwasser und so und es müsste halt entnommen werden. Ich sag so, ja, aber ich habe halt davon gehört, ne, wenn man Fruchtwasser entnimmt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt, Totgeburt, Frühgeburt, je nachdem, wann man es halt macht, sehr hoch ist. Und man halt das Kind verletzen kann und dies und das. Und dann meinte er, ja, hören Sie zu, das ist nicht so. Das ist ein Aberglaube. Früher war das vielleicht so, aber mittlerweile nicht mehr. Die Technik ist so weit vorangereift, dass da was passieren kann. Die Chance liegt, natürlich, es kann was passieren, immer, aber die Prozentzahl ist so gering, bei 1-2% oder so, dass ja, das nicht passieren sollte. Weil bei mir wäre das halt so, weil ich ja dann in der 28 1 war, glaube ich. Ich war 28 plus 1. Wäre, wenn es halt so gewesen wäre, zu einem Blasensprung, Blase einen Riss geführt hätte, wäre mein Kind zwar eine Frühgeburt geworden, hätte aber überlebt. So, normalerweise macht man ja so Fruchtwasseruntersuchungen immer so in der 14. Woche oder sowas meistens, weil es dann halt oft auffällt, okay, da ist was. Ja, bei mir war das jetzt halt so, es war keine Untersuchung, sondern einfach nur, wir müssen ihren Bauch entlasten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Frühgeburt erleiden, ist höher, dadurch, wenn wir es nicht machen, als wenn wir es machen. Ich so, okay, alles klar. Ja, wann wollen wir denn einen Termin machen, habe ich gesagt, für die Fruchtwasserentnahme. Ja, wir machen keinen Termin, das machen wir jetzt. Ich so, super. Meine beste Freundin nicht da, meine Mama nicht da. Mein Kuscheltier nicht da. Ich so, super, ne? Musch das jetzt alleine. Ja, wie funktioniert das? Werd ich wenigstens betäubt. Nee, jetzt bekomme ich eine Nadel in den Bauch gestochen. Und ja, dann wird dann halt abgepumpt. Ich sag so, okay. Alles klar, ne? Ja, dann hab ich erstmal gezittert. Dachte mir so, gut, es kann auch sein, dass du heute Mama wirst. Ja, dann bin ich, genau, da habe ich mich auf die Liege gelegt. Die haben meinen Bauch desinfiziert, Ultraschallgerät desinfiziert. Eine Krankenschwester war da und eine Frauenärztin und ein Frauenarzt. Genau, das war dann so, der hat mit dem Ultraschall geguckt, wo mein Baby liegt. Und hat dann dort mit der Nadel reingestochen. Ja, und die anderen haben halt immer so Flaschen geholt und haben das halt da reinlaufen lassen, das Fruchtwasser. So, also ich kann euch sagen, der Pieks an sich, der war nicht so schlimm. Also, war wie Blut abnehmen, also so ein kleiner Pieks halt. So,
dieses Gefühl aber, das, was aus deinem Bauch rausgesaugt, also so rausgeläuft, ist sehr unangenehm. Es hat sehr gezogen nach unten, so in die Leiste. Und dieser, das war nicht wirklich direkt ein Schmerz, also schon, war halt sehr unangenehm. War halt so schlimm, weil man wusste, man kann dagegen nichts tun, man muss es quasi jetzt aushalten. Am liebsten hätte ich irgendwas an meinem Fuß gehabt, wo ich so dagegen drücken konnte, so ein bisschen um diesen Druck so loszuwerden, aber ja. Auf jeden Fall hat er dann gemeint, ja, es tut mir leid, wir müssen leider nochmal stechen, jetzt. Die Nadel ist zu dünn, es kommt zu wenig Fruchtwasser raus. Ich denke mir nur so, super. Nadel zu dünn ist, heißt eine dickere Nadel. Da wurde mir so eine, die Dicke von der Nadel wie bei einer rosa Pronyle, wenn ihr einen Zugang gelegt bekommt, im Krankenhaus, ich weiß nicht, ob ihr kennt, in rosa, diese Nadeldicke wurde mir dann durch den Bauch gestochen. So, dann, genau, wurde es dann nochmal, das tat, ich habe so gemacht, also ich lag auf dem Rücken gerade, und die eine Krankenschwester kam, dann hat auch noch auf meine Hand gedrückt, weil ich hatte einfach Panik vor diesem Stich, ne? Und dann ging es auch. Und wo bin ich stehen geblieben? Genau, auf jeden Fall haben wir das Fruchtwasser rausgepumpt. Bei mir haben sie 1 Liter und 100 Milliliter abgenommen. Und ja, danach hat mir der Arzt hat gemeint, ja, es kann auf 2-3 Stunden ein bisschen ziehen im Bauch, ruhen sie sich daheim aus und so. Wir schicken es aber auch ins Labor, um einfach zu wissen, ob ihr Kind irgendeine Fehlbildung hat, eine weitere. Ich so, ja, alles klar, okay, gut. Bin nach Hause gegangen. Mein Bauch, also ich habe mich nur hingelegt, es hat noch sehr gezogen, also auch den ganzen Tag über, aber das liegt wahrscheinlich daran, bei anderen nehmen sie nur bis zu 200 Milliliter ab und bei mir war es 1 Liter und 100 Milliliter. Und da habe ich mir auch dann so gedacht, okay, genau, das dann am nächsten Tag bin ich, hat der Arzt mich angerufen, ja, Frau bla bla, wollte ihnen nur Bescheid geben, sie werden auf jeden Fall zu 100% ein Mädchen bekommen und es gibt keine weiteren Fehlbildungen. Es wurde kein Down-Syndrom, nichts, also kein Trisomie 13, was weiß ich alles. Ich erstmal glücklich, ich so, oh, oh Gott, zum Glück, um Gottes Willen, ne? Hab halt dann schon Schiss gehabt und ja, war dann aber wirklich zufrieden. Und ich kann euch auf jeden Fall jetzt nur so im Nachhinein, also bei mir werden jetzt noch weitere Untersuchungen folgen, weil ich muss halt immer gucken, wegen meinem Fruchtwasser, es wird halt immer wieder mehr sein. Und muss halt wahrscheinlich vielleicht nochmal abgepumpt werden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, weil ich finde es ganz wichtig, das zu erzählen. Erstens für mich, um mich da später dran zu erinnern. Und auch für andere werdende Mütter, dass die da keine Angst vor haben, sich Fruchtwasser abnehmen zu lassen. Also ich kann euch natürlich nur von meiner Situation berichten. Es kann auch natürlich schief laufen. Da will ich jetzt nichts zu sagen, aber kann halt natürlich sein. Ich kann euch nur von meiner Situation berichten und ja, es hat auf jeden Fall hat mir sehr geholfen. Auch ich konnte wieder Schuhe anziehen, ich konnte wieder länger stehen, ich konnte mein Kreislauf war besser, mein Bauch hat nicht mehr so gespannt und tat so weh. Also das war schon echt angenehmer. Und klar, die Prozedur, die man da sich über sich ergehen lassen muss, ist echt unangenehm. Dauert aber nur bis zu 15 Minuten. Also bei mir waren es, weil es halt 1 Liter war. Ich weiß nicht, wie es dann bei euch sein wird, aber wenn ihr weniger habt, dann dauert es auch nicht so lange. Und die Ärzte sind echt, also bei mir konnte ich sagen, Top-Personal. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ja, kann auf jeden Fall nur sagen, habt da nicht so große Angst und lasst euch von dem Ärzten nicht immer gleich einreden, euer Kind hat die Behinderung, euer Kind hat die Behinderung. Klar, es kann passieren, aber die Wahrscheinlichkeit ist echt gering. Ja, auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden, wie es weitergeht, auch mit der OP der Kleinen, wenn sie auf die Welt kommt. Für andere Mütter einfach zur Information, so lief es bei mir, damit die einfach mal sehen, wie sowas abläuft, falls euer Kind auch sowas hat. Und ja, so würde ich jetzt mal sagen, beende ich mal mein erstes Video hier. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder sonst irgendwas, ich weiß, erstes Video, ich bin ein bisschen überfordert, geht ja auch eher um die Geschichte, dann schreibt mir in die Kommentare, ich werde euch darauf antworten und auch ein neues Video drehen, falls ihr natürlich Fragen habt und ja,
Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal.